Die Kleinstadt Vetschau mit ihren 9200 Einwohnern liegt sowohl im Spreewald als auch inmitten der Braunkohleregion Lausitz. Mit Energie hatte man es hier also schon immer zu tun, früher jedoch vornehmlich mit fossilen Brennstoffen. Schon längst aber sind die regenerativen Energieformen in Vetschau angekommen. Man hat sich entschlossen, ein zukunftsfähiges Bauwerk zu schaffen, das europaweit ein Meilenstein für Energieinnovation sein sollte. Vor rund 2 Jahren schließlich war es soweit. Eine große Solarsporthalle wurde ihrer Bestimmung übergeben. Vetschau hat sich als Leitbild gestellt, Stadt mit Energie, als ehemalige Kraftwerkstadt. Und es kam zusammen im Jahre 2006, dass wir Schulen schließen mussten und neue Turnhallen brauchten. Und insofern haben wir uns für das Schulzentrum Dr. Albert Schweitzer entschieden, aus 3 alten Sporthallen eine neue zu machen. Und damit ist das Projekt der Solarsporthalle geboren. Und entstanden ist ein wirklich eindrucksvolles Exemplar. Eine 1300 Quadratmeter große Photovoltaikanlage, die sich über die gesamte südliche Dachfläche erstreckt. Je nach Bewölkung variiert die Energieausbeute. Ein Tagesenergieertrag von 50 Kilowattstunden bewegt sich im Mittelfeld. Die Halle wird durch ein durchgängiges Lichtband von oben natürlich beleuchtet. Das gesamte Gebäude wurde nach dem Passivhausstandard mit entsprechender Zertifizierung ausgeführt. Dieser Standard übrigens sieht einen Heizenergieverbrauch von 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter Grundfläche und Jahr vor. Eine spezielle Lüftungsanlage sorgt für ein deutlich verbessertes Raumklima gegenüber einer herkömmlichen Lösung. Die zugeführte Luft wird im Wesentlichen durch Wärmerückgewinnung, Erdreich-Wärmetauscher und durch die Abwärme der Photovoltaikanlage je nach Jahreszeit erwärmt oder gekühlt. Ein solches Passivhaus klimatisiert sich also passiv. Es braucht keine aktive Heizungsanlage mehr. Wir hatten ja früher hier 2 Turnhallen gehabt und haben jetzt dadurch eine große bekommen. Und wie gesagt, Kinder fühlen sich wohl hier. Ganz feine Geschichte. Das stimmt. Denn durch den Einsatz der Wärmerückgewinnung, der Wärmetauscher und der Abwärme wird es zusätzliche Heizkosten in Zukunft kaum mehr geben. Also es läuft über ein Lüftungssystem. Die Restwärme, die durch Duschen, Waschen produziert wird, die wird abgesaugt und wieder der Halle zugeführt. Die Körperwärme der Kinder sozusagen wird genutzt und wieder in die Halle eingeführt. Und dadurch sparen wir enorme Energiekosten ein. Fast 90% Energiekosten wurden im vorigen Jahr eingespart. Nur noch mal zum Nachrechnen. Die beiden alten Sporthallen, die zusammen ziemlich genauso groß waren wie die neue Sporthalle, hatten einen Energiebedarf von 300.000 Kilowattstunden pro Jahr. Die neue Halle braucht gerade einmal 24.000 Kilowattstunden pro Jahr. Insgesamt werden 65 Tonnen CO2 eingespart pro Jahr durch Energieeinsparung. Also die Halle verbraucht nur noch 10% der Heizenergie, als die 3 alten Sporthallen verbraucht hatten. Und das entspricht ungefähr dem Wärmeverbrauch von 240 Haushalten, also 2 Familienhaushalten. Und wir erzeugen noch einmal Strom, den wir dann ins öffentliche Netz einspeisen und vergütet bekommen, der ungefähr einer Größenordnung entspricht, den 70 Einfamilienhaushalte verbrauchen. Also das sind schon Summen, die zum Schluss dazu führen, dass das Haus selbst, also die Sporthalle, ein Plus-Energiehaus ist. Also in Vetschau wird der Sportunterricht finanziert von der Sonne. Der Slogan Vetschau, Stadt mit Energie, scheint also gut gewählt. Und mit der Solarsporthalle hat die Kleinstadt im Spreewald tatsächlich ein durch und durch zukunftsfähiges Bauwerk geschaffen. Aber damit nicht genug. Die nächsten Projekte auf der Klimaschutzagenda stehen fest. Ein energetisch saniertes Bürgerhaus wird entstehen und ein regionales Energiekonzept Spreewald-Dreieck wird derzeit gemeinsam mit der Stadt Lübbenau erarbeitet.